geht's mal. Yo, was geht ab? Mein Name ist Mpox und ihr seid sicherlich schon ganz heiß drauf zu erfahren, was im neuen Need for Speed so abgeht. Wie spielt sich das Driften quer durch Ventura Bay? Was für Karren gibt es und vor allem, was kann man mit diesen anstellen? Ist das Tuning mindestens genauso gut wie in den alten Underground-Teilen? Was hat das mit diesem Online-Zwang auf sich? Und wie sieht's eigentlich performance-technisch trotz 30 FPS auf PS4 und Xbox One aus? Ja, meine lieben Freunde, all diese Fragen werden hier heute nicht beantwortet. Nein, wir machen was ganz anderes und klären auf, wie viele Brofists im neuen Need for Speed verteilt werden. Das haben wir uns nämlich in einer der letzten Podcast-Aufnahmen auf amazingnerds.de gefragt und gleich ein Gewinnspiel drumherum gebastelt. Der Gewinner bekommt den fettesten Preis ever, und zwar mein persönliches Need for Speed T-Shirt. Das haben nur die allerbesten Need for Speed Spieler auf der Gamescom 2015 bekommen. Und ja, dazu habe ich tatsächlich gehört, fragt Melf. Doch das ist nicht alles, es gibt zusätzlich noch eine Küchenrolle und eine Packung 64er My-Size Kondome. Den Sinn dahinter kennen wahrscheinlich nur die Podcast-Zuhörer. Ihr braucht übrigens nicht tippen, das ist alles schon auf amazingnerds.de geschehen und wir haben natürlich ein krasses Teilnehmerfeld. Ladies and Gentlemen, das sind sie, die Teilnehmer und ihre Schätzung. So, gezählt werden alle offensichtlichen Brofists. Dabei müssen zwei humanoide Wesen ihre Fäuste aneinander kloppen. Was anderes gilt nicht. Und zwar müssen diese innerhalb dieser Live-Action-Cutscenes aus Need for Speed stattfinden. Das sind aneinandergereiht, also diese Cutscenes, übrigens knapp 50 Minuten Videosequenzen, die ich mit Sicherheit 10-mal gesehen habe, um das alles herauszufiltern. Und für die, die tatsächlich nicht wissen, was eine Brofist oder ein Fistbump ist, hier mal ein Beispiel von unserem Mann Spike. I'm Spike. I'll see you there, yeah? Okay, soweit? Alles verstanden? Na dann, geht's los. Viel Spaß. Yo, my man. You good? Oh. Spike. Hey. What's up, man? What up? You've had enough Zen? I need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Later. Peace. Later. Have a seat, man. Put the tools back. Later, man. Großartig. Hey, if this don't get Magnus's attention, warum zeigt der hier Spike eigentlich den Mittelfinger? Probably retired. We got him right where we want him, man. Magnus, we're coming after you, bro. All right, boys. Und jetzt zeigt er ihn uns. Was ein Pisser. See who's out there. You coming? Sorry, but who out there just got challenged by Magnus Walker? And who out there is gonna kick his ass too, man? The night is young. What's up? Oh, you good? Stuff. Damn. Let's do it. Boom, okay. Hey. Ah, hier sieht man zwar nicht beide Fäuste, aber es ist schon ein hundertprozentiger, würde ich sagen. Schaut hin, Achtung. Guess they underestimated you. Survive? No. Tonight we ride. You can show us what you're really made of. Yeah? Yeah, man. Yeah, okay, why not? Yeah. Right. That really means a lot. You deserve it. Habt ihr das gesehen? Erst wollte Magnus denied, dann wollte Spike, ging nicht. Und dann hat Magnus so nochmal ins Leere gehauen. Ich spiele euch das nochmal ab. Großartig. That really means a lot. You deserve it. Zu geil, aber gibt on, natürlich keinen bring it Punkt. In. Have that sweet right. You got that right for sure. Always go with your gut feeling though. Hey. What's up? I'm Vaughn. What's up, I'm Ken. Ah, Ken ist uncool, nice keine Brofist. Congratulations, that was awesome. Okay, ich nehme alles zurück. It's all about balance. You don't make history by being good. This guy was great, man. Ah, auf die Schulter hauen zählt nicht. And I wanted to be great. You're not willing to pay up. Okay, fine.
and we'll remap your ECU. Oh, yo, hey, you're up. Ah, er schnippt nur in die Luft. Ich habe es mir 100-mal angeguckt, keine Brofist. Ich spiele euch das Ganze nochmal ab. Oh, welcome to the party. You aced it. Yeah, bro, you're killing it. Honorary double, straight up. Putting the Ventura crew on the map, bro. All right, I'm gonna post this. Hashtag risky double, hashtag best night ever. Best until next time. Und die letzte von Spike wurde denied. Also, 24 Leute. That's it. Das klingt zwar im ersten Augenblick irgendwie wenig, bedeutet aber, dass bei den Need for Speed Cutscenes alle 2 Minuten eine Brofist vergeben wurde. Und das ist dann irgendwie doch schon krass. Gewonnen hat übrigens Kelty Galeone. Der hat 25 getippt und somit gewonnen. Schreib mich einfach auf amazingnerds.de mit deiner Adresse an und ich schicke dir dann das T-Shirt, ja, und die Küchenrolle und auch die Kondome. Ja, das war's mit dieser wissenschaftlichen Untersuchung. Lasst auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin euer M-Fox und erstmal draußen. Haut rein. Peace.